Hi Florian. Moin Stefan. Wir haben ein neues Format, das heißt Nachgefragt bei. Und heute heißt es nicht ganz zufällig Nachgefragt bei Florian. Also, deshalb ist mir aufgefallen, immer wenn ich mit Logistikdienstleistern spreche im Moment, kommt eine gewisse Verwirrung zustande, was denn logiweiser.com macht und was das Logiweiser-Institut macht. Deshalb Nachgefragt bei dir. Erklär doch mal kurz, was ihr macht als logiweiser.com. Ist eigentlich ziemlich simpel. Wir bringen den Logistikdienstleister mit den Lagersuchenden zusammen. Auf der einen Seite können die Logistikdienstleister ihre freien Kapazitäten und Dienstleistungen über unsere Plattform vermarkten und auf der anderen Seite können die Lagersuchenden den passenden Dienstleister über unsere Plattform finden. Und wir beschäftigen uns ausschließlich mit bewirtschafteter Lagerfläche. Das heißt, wir vermieten keine leeren Hallen, sondern wir vermarkten Flächen immer in Verbindung mit Logistikdienstleistungen. Ja, ihr bringt also einfach auf der Plattform Suchende und Anbieter zusammen. Das ist absolut korrekt. Nun würde mich natürlich interessieren, wie euer Geschäftsmodell aussieht. Ja, wir sind natürlich in einem ganz anderen Feld unterwegs. Wir haben nichts mit Logistikmobilien zu tun, sondern wir bieten die Möglichkeit, in einem geschlossenen Kreis aus Logistikentscheidern, aus Industrie und Handel die wesentlichen Herausforderungen der Logistik zu diskutieren und das Ganze in einem moderierten Diskursformat. Das heißt, bei uns setzt man sich nicht rein und lauscht gespannt spannenden Vorträgen, sondern wir sind in einem Kreis, um die akuten Themen in der Logistik zu diskutieren, aber auch die grundsätzlichen Herausforderungen. Das gilt für Unternehmen, die eine eigenbewirtschaftete Logistik haben, wie auch für Unternehmen, die eine fremdbewirtschaftete Logistik haben, sich also mit Logistikdienstleistern auseinandersetzen müssen. Okay, und trefft ihr euch in diesen Kreisen online oder offline? Treffen bei uns primär erstmal im Frühjahr und im Herbst offline in Präsenz. Das sind zwei große Präsenzveranstaltungen, an denen möglichst alle Mitglieder teilnehmen. Und dazwischen gibt es mit einem Kreis der Mitglieder in einem digitalen Format, meistens Teams-basiert, Treffen, digitale Treffen zu Spezialthemen, ne, die dann in der Regel nicht alle Mitglieder betreffen oder nicht alle Mitglieder so interessieren. Vielen Dank. Jetzt ist mir auch klar geworden, was das Logiweiser-Institut macht. Sehr gut. Dann danke ich dir erstmal für diesen kurzen Moment und hoffe, dass wir ein bisschen Klarheit erzeugt haben. Ganz lieben Dank und bis bald. Gerne, Stefan. Ciao.